Also, wenn jemand nachfragt, immer dran denken, was wir bei der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen haben. Bei einer Inzidenz von 100 macht einfach jeder Ministerpräsident, was er will. Nein, nein. Bei einer Inzidenz ab 100 gibt's eine Notbremse. Ab einer Inzidenz von 100 nur nicht bremsen. Okay. Nein, genau das Gegenteil. Ab einer Inzidenz von 100 soll gebremst werden. Verstanden? Na, ich denke schon. Ist ja auch nicht so kompliziert. Fragt sich nur, was wir machen, wenn die Inzidenzen über 100 liegen. Auf die Bremse treten. Auf die Bremse treten, okay. Gut, dann haben wir's ja. Und was ist denn jetzt mit Berlin und dem Saarland? Sollen die auch auf die Bremse treten? Meine Güte, also nochmal zum Mitschreiben. Wenn die Inzidenz über 100 liegt, egal wo, dann wird gebremst. Kapisch? Oh, da fällt mir ein, bei meinem Auto muss ich die Bremsen dringend erneuern lassen. Wieso Autos, ihr Idioten? Es geht hier um Corona-Maßnahmen. Ach so, ich habe mich schon gewundert, warum Sie die ganze Zeit so viel über Autobremsen reden. Nein, die Minister sollen auf die Inzidenzbremsen treten. Aber nur unter 100. Nein, du Idiot, ab 100. Und du solltest dich mal testen lassen. Herzlich willkommen zu Extra 3. Ein Hauch von High Noon liegt in der Luft. Lange schon haben wir ihn erwartet. Jetzt ist er da, der Kampf der Kämpfe. Angela Merkel gegen die Länderchefs. Angela Merkel ist ja gewissermaßen die deutsche Antwort auf den Vulkan in Island. 900 Jahre war Ruhe, jetzt ist sie ausgebrochen. Und wie sie ausgebrochen ist. Es gibt mehrere Bundesländer, die eine sehr weite Interpretation haben. Und das erfüllt mich nicht mit Freude. Bam. Das erfüllt mich nicht mit Freude. Gut, es klingt jetzt nicht so hart, aber das ist natürlich Merkeldeutsch. Erfüllt mich nicht mit Freude heißt übersetzt, ich kotze im Strahl. Und es gibt einige Bundesländer, die eine sehr weite Interpretation haben, heißt übersetzt, die beschränkten Vollhonks in den beknackten Scheißländern haben immer noch nicht begriffen, worum es gerade geht. Und ich persönlich denke, es wäre hilfreich, wenn sie das jetzt auch mal so klar sagen würde. Und vor allem, wenn den Worten dann auch Taten folgen würden. Das soll wohl jetzt so sein, vielleicht, wenn sie drüber nachgedacht hat. Dafür braucht man manchmal auch einige Tage des Nachdenkens, des Schauens. Wir werden uns das jetzt anschauen und dann muss man gegebenenfalls eben auch noch mal drüber nachdenken. Und ich denke noch nach. Wenn das nicht der Fall ist, in sehr absehbarer Zeit, dann muss ich überlegen. Ich bin noch am Nachdenken, ja. Wie kann man das vielleicht auch bundeseinheitlich oder vielleicht, ich bin noch nicht abschließend entschieden, aber mit diesem Nachdenken bin ich auch noch nicht am Ende. Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Ja, eben. Es ist zum Verrücktwerden. So viel Zeit haben wir doch nicht. Je länger man wartet mit der Eindämmung, desto mehr Zeit lässt man den Viren doch sich weiterzuentwickeln. Noch 2-3 Mutationen mehr und so ein Virus ist kognitiv ohne weiteres in der Lage, die Arbeit eines Ministerpräsidenten zu übernehmen. Zumindest im Saarland. Ich sehe da kein Problem. Klar, wir wissen, Merkel ist vom Naturell her immer ausgleichend. Sie hat es ja selbst gesagt. Und zwar schon lange bevor sie Kanzlerin wurde. Da hat sie ihre Methode schon skizziert. Meine größte Stärke ist, dass ich, wenn es not tut, Dinge laufen lassen kann, schweigen kann und aufs Ende abwarten kann. Ja, wenn es Not tut. Völlig richtig. Es gibt Situationen, da tut das Not. Es gibt aber auch Situationen wie die jetzige, da sind andere Stärken gefragt. Und ich denke mir so ein ganz klein bisschen mehr, ein ganz klein bisschen mehr Gerhard Schröder wäre im Moment nicht schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber Gerhard Schröder hätte längst schon die Gummistiefel angezogen. Egal, ob das gegen das Virus geholfen hätte oder nicht. Ja, er hätte die Gummistiefel angezogen, um das einzudämmen. Mit 20.000 Sandsäcken, 3 Kästen Bier und einem Liter überschüssigem Testosteron. Hätte er gemacht. Oder auch Helmut Kohl. Der konnte richtig gewalttätig werden, wenn ihm was nicht gepasst hat. Die Älteren erinnern sich, der Eierwerfer 1991 in Halle, mit welchem Karacho Kohl da auf den Angreifer zugeäumelt ist. Der war richtig aggro. Haben Sie diesen Katapultstart gesehen? Hätte ihm niemand zugetraut. Helmut Kohl, sage ich Ihnen, hätte den Ministerpräsidenten und Präsidentinnen nicht eine ganze Nacht lang freundlich seine Konzepte erklärt. Er hätte die damit gefüttert. Und es ist verdammt nochmal Merkels letzte Amtszeit. Sie muss doch niemandem mehr gefallen. Sie hat nichts mehr zu verlieren. Es ist doch jetzt nicht der richtige Moment, wie eine unentschlossene Erzieherin im antiautoritären Kinderladen aufzutreten. Nach dem Motto, die kleinen Strollchen malen mit Fingerfarben die Wände an. Naja, Hauptsache kreativ. Jetzt braucht es doch jemanden, der ein straffes Regiment führt und sagt, Notbremse heißt Notbremse. Tobias, Hans, das gilt auch für euch.
Alle beide. Ich meine, wie viele Probleme gibt es, die man besser löst, wenn 16 Leute mit unterschiedlichen Ansichten mitentscheiden? Sehr wenige. Es dauert auf jeden Fall immer alles länger. Nicht mal ein Kuchen gelingt besser, wenn 16 Menschen sagen, wir backen mit. Der Stefan kümmert sich um den Zucker, der Markus um das Mehl, der Bodo um die Milch und die Manuela um das Backpulver. Und der Armin guckt zu, weil er das Rezept nicht geschnallt hat. Warum machen die Bundesländer nicht einfach nur das, was sie können? Regionale Sachen. Ne? Also Wanderwege ausschildern, Schützenfeste absichern und 100-Jährigen zum Geburtstag gratulieren. Diese Bund-Länder-Konferenzen sind jedenfalls zu einem sinnlosen Ritual geworden. Immerhin, Dennis Kaup und Jesko Friedrich haben sie zu einem Song inspiriert. In Berlin berät seit dem Nachmittag wieder eine Bund-Länder-Runde über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Sie machen Konferenz gern bis nachts um drei. Engagiert und konzentriert. Candy Crush, ich bin dabei. Das Vertrauen in diese Runde ist komplett geschrumpft. Lieber lockern oder Lockdown oder lachen wie ein Schlumpf. Ihr seid 16 und Merkel 66. Can you hear me now? Und dieses Virus. Habt ihr nicht im Griff? Mutti ist gefrustet, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Ihr macht nur Wahlkampf. Das erfüllt mich nicht mit Freude. Mich schon. Sie wären gern Kanzler, das erste Mal im Leben. Und trotz Mutante öffnen die Visau. Und wenn dann irgendwelche Vollpfosten alles an die Medien durchstechen, regiert das Chaos. Und dann gibt's kein Urlaub im Sommer. Bätschi, bätschi. Danke, tschüss. Keine schönen Aussichten. Jetzt wird's gerade erst mal Frühling und somit liegt die Außentemperatur zum ersten Mal in diesem Jahr über dem Umfragewert der Union. Und wir brauchen wohl keinen Rekordsommer, damit das bis zur Bundestagswahl so bleibt. Wählerinnen und Wähler wenden sich ab. Die Union hat inzwischen mehr Amigos als Freunde. Entsprechend blank liegen die Nerven. Irgendwo müssen wieder Stimmen mehr kommen. Aber woher und wie? Maskenaffäre, Korruption, Versagen. Was die in der Union jetzt bräuchten, ja, das wäre eigentlich eine Krise, die ganz Deutschland betrifft. Und bei der sie mal zeigen könnten, dass sie Dinge anpacken. Da gab es doch irgendwas. Ach ja. Corona. Die Bundestagsfraktion hat am Samstag einen Tweet abgesetzt, in dem es hieß, Deutschland wird für sein Impfmanagement im Kampf gegen Covid-19 kritisiert. Zu Recht? Keinesfalls. Und dann eine Grafik, die Deutschland ganz oben in der Impfstatistik zeigt. Hammer. Einziges kleines Problem bei der Grafik, die 35 Länder auf der Erde, die besser und schneller impfen als Deutschland, wurden in der Statistik einfach weggelassen. So geht es natürlich auch. In diesem Sinne, ich gratuliere Schalke 04 zur deutschen Meisterschaft. Inzwischen wurde die Grafik mit einer Entschuldigung aus dem Netz genommen. Gut, es sind anstrengende Zeiten, da kann sowas passieren. Und ganz besonders angestrengt und auch angefasst wirkt CDU-Parteichef Armin Laschet. Ja, es wäre der erste CDU-Kanzlerkandidat, wenn er es denn wird, dem die noch amtierende Kanzlerin indirekt bescheinigt hat, es nicht zu können. Dabei hat Laschet doch Zukunftsvisionen für diese Republik. Hat er am Montag noch in einer begeisternden Rede dargelegt. Wir wollen und können sprudelnder Quell kreativer Ideen für eine nachhaltige Umweltpolitik, für eine nachhaltige Wirtschaftspolitik, für eine nachhaltige Sozialpolitik und für eine nachhaltige Digitalpolitik sein. All das wollen und können wir. Wir könnten Quell sein. Lasst uns sprudeln, Freunde. Das alles wäre möglich, wenn die CDU endlich mal im Bund an die Macht käme. Gut, Man soll sich nicht mit Nebensächlichkeiten aufhalten. Und bitte, man soll auch nicht immer die Länder miteinander vergleichen. So geht das nämlich nicht. Es darf nicht zum allgemeinen Ton werden, anderen Ministerpräsidenten ihre Infektionszahlen oder gar Todeszahlen vorzuhalten. Eben, wir haben eine Pandemie. Und warum messen wir Ministerpräsidenten und Präsidentinnen nicht an den Dingen, die in einer Pandemie wichtig sind, wie das Golfhandicap oder die Anzahl der Vokale im Namen?
Mit der Beliebtheit von Markus Söder muss sich Laschet ja auch permanent vergleichen lassen. Und Söder steht in den Umfragen deutlich besser da. Ich frage mich nur, wenn Söder Kanzlerkandidat wird und womöglich sogar Kanzler, kann der das? Ich frage mich das ganz ernsthaft. Man weiß ja, was Söder kann. Er kann in jedem Satz 29 Mal das Wort Bayern unterbringen. Das kann er. Wirklich, da ist er der Beste, würde ich sagen. Aber kann Söder Deutschland? War der jemals in seinem Leben in Schleswig-Holstein? Und wenn er hinfahren würde, fängt er vorher an, Dänisch zu lernen? Kennt er überhaupt Deutschland nördlich des Mains? Und vor allem mögen ihn die Menschen da auch? Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied zwischen den beiden. Söder ist eher in Norddeutschland unbeliebt und Laschet eher in ganz Deutschland. Dabei war doch die Union in der deutschen Nachkriegsgeschichte immer der stabilisierende Faktor. Sie war immer da. CDU, CSU, das war wie die Schrankwand Eiche Rustikal bei den Großeltern. Furchtbar konservativ, von zeitloser Hässlichkeit. Es passt aber alles rein und macht alte Leute glücklich. Also muss jemand die CDU retten. Wer kann das sein? Armin Laschet ist es wohl eher nicht. Mir fällt spontan eigentlich nur ein Mann ein, unser CDU-Bundestagsabgeordneter Philipp Meyer-Degenhardt. Auf geht's. Mein Name ist Philipp Meyer-Degenhardt von der CDU. Und ja, ich gebe es zu, wir haben da gerade so einen kleinen Durchhänger, aber mit ein bisschen Werbung hier bei den Wählerinnen und Wählern an der Basis, da kriegen wir das sicher wieder hin. Sag mal, warum muss eigentlich immer ich hier mit dem Pöbel auf der Straße reden? Ich verstehe das nicht. Moin, moin, Philipp Meyer-Degenhardt von der Union. Mensch. Ja, Sie freuen sich so, ne? Ich mache jetzt erstmal Spargel. Philipp Meyer-Degenhardt von der Union. Kleines Wort des Lobes vielleicht mal. Für was? Für die gute Arbeit der Union. Geht Ihnen das nicht auch langsam auf den Keks? Dieses Auf und Zu und teilweise. Dann machen Sie einen Beschluss, Inzidenz ab 100. Da wird alles wieder zurückgefahren. Das Bundesland macht das nicht, das macht das ja. Das, sag ich mal, ist natürlich nur eine Zwischenphase, bevor alle das Richtige tun. Wie lange soll die noch dauern? Das ist jetzt unmittelbar vorbei. Bis zu den Wahlen? Impfen, testen. Impfen, das läuft doch gut. Das läuft super, ja, ja, wir sind hinter Moldawien. Aber Sie freuen sich auf den Impftermin? Ja, das hoffe ich doch sehr, dass mein Hausarzt mich demnächst mal anruft. Aber natürlich. Ja, das ist ja auch diese, sagen Sie so das ist ja diese Vorfreude. Und eine Vorfreude soll ja auch möglichst lange da sein. Ich danke. Also die Vorfreude kann ich mir sparen. Maskenaffäre, die ganze Strategie, die es nicht gibt. Naja, aber erstmal ja eins nach dem anderen. Okay. Die Maskenaffäre. Millionen kassieren, Hand aufhalten. Es ist unter aller Sau. Tut mir leid, da habe ich kein Verständnis dafür. Aber das ist auch ein Zeichen für eine gewisse Pfiffigkeit. Einfach für eine wirtschaftliche Agilität, wo man sagt, ja, so. So kann man das auch sehen. So habe ich das bis jetzt noch nicht gesehen. Na also, da sind wir doch auf einer Linie. Nein. So. Wo würden Sie sagen, was wäre der Beste? Wen nee, sollen wir? Das ist ein Weichei. Ja, Armin ist ein Spaßvogel. Der ist mir in letzter Zeit auch nicht mehr so sympathisch wie am Anfang. Das Söder. Ist ja das Allerletzte. Ja, wir hätten sonst noch, also wenn es ein bisschen... Nee, never ever. So, jetzt haben die Leute alle mal ein bisschen geschimpft, ein bisschen Dampf abgelassen, aber am Ende machen sie alle wieder brav ihr Kreuz bei der CDU. So, nächstes Mal macht den Scheiß ein anderer echt. Danke, Nils Holst und Sebastian Ried. Es scheint ja innerhalb der Union gerade so eine Art Battle zu geben, wer der Korrupteste ist. Nicolas Löbel von der CDU soll ja 250.000 Euro bekommen haben für die Vermittlung von Masken. Georg Nüßlein, CSU, soll sogar 660.000 Euro eingesteckt haben. Marc Hauptmann, CDU, hat offenbar mit Masken 1 Million Euro verdient, aber trotzdem die Ehrenerklärung der Fraktion unterschrieben, dass er sich nicht an Corona bereichert hat. Er dachte wahrscheinlich Ehre, das ist irgendwas mit Getreide. Alfred Sauter, der ist wiederum von der CSU und ehemaliger bayerischer Justizminister, der soll sogar 1,2 Millionen bekommen haben. Wer bietet mehr? Ich wüsste einen. Wenn CSU-Kollege Peter Gauweiler eine solche Zahl hört, 1,2 Millionen, dann sagt er nur, hold my Weißbier. Peter Gauweiler war noch vor 6 Jahren stellvertretender Vorsitzender der CSU und zwischen 2008 und 2015, während seiner Zeit im Deutschen Bundestag, soll Gauweiler sage und schreibe 11 Millionen Euro kassiert haben. Und jetzt kommt's von einem einzigen Geldgeber, dem Milliardär August von Finck.
Ja, die CSU nimmt das C in ihrem Namen eben sehr, sehr ernst. Man hält sich noch an die wichtigen christlichen Leitsätze. Liebe deinen nächsten Geldgeber wie dich selbst. Wenn dir einer was in die linke Tasche steckt, dann halt ihm auch die rechte hin. Und du sollst nicht begehren deines Nachbarn Provision, hol dir deine eigene. Nun aber gelten bald im Bundestag neue Transparenzregeln. In Zukunft müssen sich Lobbyisten registrieren, sagen, mit wem sie Kontakt haben und bestimmte Finanzen offenlegen. Außerdem gilt ein neuer Verhaltenskodex. Der erste und wichtigste Punkt des neuen Verhaltenskodex ist natürlich, lass dich nicht erwischen. Wollen wir noch mal sehen, ob sich bei der CSU inzwischen schon irgendetwas geändert hat. Ich meine, wozu sind wir ein investigatives Satiremagazin? Ich rufe da jetzt einfach mal an. CSU-Parteizentrale München, Christiane Schanzenhuber am Apparat. Ja, Ehring, schönen guten Tag. Ich rufe an wegen der Korruption. Da sind Sie hier goldrichtig, Herr Ehring. An welche Summe hatten Sie denn gedacht? Bitte? Aber ich sage Ihnen gleich, das müssen Sie in Zukunft ein bisschen weniger auffällig angehen mit den Überweisungen an unsere Abgeordneten. Am besten sagen Sie gar nicht, dass Sie ein Geldgeber aus der Wirtschaft sind. Bin ich auch nicht. Ich bin Moderator im Fernsehen und habe da mal ein paar Fragen. Richtig, super, Moderator im Fernsehen, das ist gut. Sehr unauffällig. Codename Thomas Gottschalk, oder? Ha! Ich glaube, Sie verstehen mich falsch. Ich bin tatsächlich Moderator. Ja, ja, jetzt übertreiben Sie es mal nicht mit Ihrer Rolle. Wir sind ja schließlich unter uns. Also was darf sein? Also, angesichts der Maskenaffäre von Georg Nüsslein und Alfred Sauter. Sorry, die haben wir nicht mehr im Angebot. Ich weiß, die sind ja mittlerweile zurückgetreten. Und das bestimmt nicht wegen ihres reinen Gewissens, oder? Aber die sind ja nun keine Einzelfälle. Warum überhaupt diese ganzen teilweise zwielichtigen Nebenjobs? Ein Bundestagsabgeordneter verdient 10.000 Euro im Monat plus Kostenpauschale in Höhe von 4.500 Euro. Na, da haben Sie sich Ihre Antwort ja gleich selbst gegeben. 14.500 Flocken, das ist ja echt süß. Niedlich Lohnsektor, sagt der Gauweiler immer. Ja, Gauweiler ist ein ganz spezieller Fall. 11 Millionen Euro für Beratertätigkeit während seiner Zeit im Bundestag. 11 Millionen von einem einzigen Geldgeber. Nein, 11 Millionen, das klingt immer so viel. Aber wenn Sie das ganz bequem vierteljährlich bezahlen, dann sind das nur 400.000 Euro im Quartal. Sie, was war jetzt nochmal Ihr Anliegen? Mein Anliegen ist, warum haben sich CDU und CSU jahrelang gegen eine Offenlegung von Nebeneinkünften gesperrt? Und gegen die Einführung eines Lobbyregisters. Also jetzt wird mir Ihre Journalisten aber langsam ein bisschen unheimlich. Warten Sie mal, da kommt gerade ein Anruf rein. Okay. Schanzenhuber, hallo? Herr Nüsslein, grüß Gott! Was haben Sie vergessen? Aha. Warten Sie mal, ich schaue mal nach. Ja, da ist einer. Und was war drin? Ja, 600.000, ist das Ihr Koffer? Wie? Eine goldene Uhr ist auch noch dabei. Na, leider nicht. Aber warten Sie mal, da ist noch so ein Koffer. Ja, 600.000 Euro und eine goldene Uhr. Das ist er, oder? Was? Ein Leberkassemi ist auch noch da. Warten Sie mal, da ist noch so ein Apparat. Oh. Jawohl, 600.000 goldene Uhr und der Leberkassemi, alles drin. Schicke ich Ihnen zu. Gerne. Auf Wiederhören, Herr Nüsslein. So, Herr Ehring, da bin ich wieder. Sag ich mal, haben Sie da eben drei Geldkoffer unter Ihrem Schreibtisch gefunden? Ja, genau. Jetzt muss ich erst einmal nachforschen, wem die anderen beiden gehören. Aber ich rufe Sie zurück und dann schauen wir mal, was Sie für uns tun können. Und wir für Sie natürlich. Servus, bitte. Ja, tschüss und danke. Judith Richter. Es ist und bleibt ein Problem, Impfstoff AstraZeneca. Jede Woche eine neue Meldung. Erst hieß es AstraZeneca nur für Menschen unter 65. Dann galt AstraZeneca für alle. Dann kam der kurzzeitige Impfstopp. Und danach hieß es wieder AstraZeneca, alle Altersgruppen, überhaupt kein Problem. Und seit dieser Woche, nee, jetzt doch nur für Menschen ab 60. Und gestern wiederum hat dann die Europäische Arzneimittelagentur verkündet, sie sehe keine Zusammenhänge zwischen Alter und Nebenwirkungen. Aha. Ich bin sehr gespannt, was nächste Woche kommt. AstraZeneca nur noch für Kraftfahrerinnen und Clowns mit Blasenschwäche. Haben Sie Schuhgröße 38 und im April Geburtstag, dann könnte das Ihr Impfstoff sein. Ach nein, warten Sie, es gibt neue Erkenntnisse. Also, um das klar zu sagen, ich würde mich immer noch jederzeit mit AstraZeneca impfen lassen, ohne auch nur mit dem Oberarm zu zucken.
Der Impfstoff gilt als hochwirksam und ist im Großen und Ganzen überhaupt nicht zu beanstanden. Aber ein bisschen verrückt ist es schon. Mehr Corona-Irrsinn hat Martina Hauschild gesammelt aus den Geschichten, die Sie uns erzählt haben. Der reale Corona-Irrsinn. Alexandra John Drexler ist Ergotherapeutin in einer Praxis im Saarland und freut sich, dass sie nun geimpft wird. Allerdings... Meine Kollegen hatten ihren Termin alle schon, ich noch nicht. Deshalb habe ich dann nochmal bei der Impfhotline angerufen. Und da sagte man mir, dass ich die Woche drauf dienstags einen Termin habe. Und daraufhin habe ich dann meinen Patienten abgesagt. Nur die schriftliche Impfterminbestätigung kommt einfach nicht. Sie ruft nochmal bei der Impfhotline an. Die Damen von der Impfhotline, die fand mich einfach nicht mehr im System. Also musste sie alle Daten nochmal neu anlegen für einen neuen Termin. Und dann habe ich meinen Patienten für die Woche drauf einfach wieder zugesagt. Okay, dafür muss Frau John Drexler wieder etwas telefonieren. Dauert also noch. Besuchen wir so lange den jungen Familienvater Björn Berling im schleswig-holsteinischen Hennstedt. Na, Herr Berling, was gibt's? Eine kleine Tochter, bestes Kindergartenalter, knapp 3. Und wir haben neulich tatsächlich dann vom Kindergarten eine Mail weitergeleitet bekommen. Die kam ursprünglich vom Kreis. Und in der wird tatsächlich empfohlen, dass Kinder ab 3 Jahren im Kindergarten eine Maske tragen sollen. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, das kann nicht ganz wahr sein. Ein verfrühter April-Scherz. Doch, ist wahr. Der Kreis Steinburg empfiehlt Masken ab einem Alter von 3 Jahren. Na, Herr Berling, üben Sie doch schon mal mit Ida. Klappt doch ganz gut, oder? Zurück ins Saarland. Frau John Drexler bekommt einen überraschenden Anruf. Wie? Plötzlich hat die Stabstelle Impfen angerufen und mich an meinen morgigen Termin erinnert. Und ich sagte, den gibt's doch gar nicht mehr. Und er meinte doch, ich sollte dort bitte erscheinen, auch ohne schriftliche Bestätigung und mich auf ihn berufen. Okay, Frau John Drexler sagt ihren Patienten für den nächsten Tag also wieder ab, um zur Impfung fahren zu können. Der Hammer war, 2 Stunden später bekomme ich wieder eine schriftliche Absage. Geht's noch? Oh, tatsächlich blöd. Da kann sie ihren Patienten ja gleich wieder zusagen. Zurück zu Ida. Wie läuft's denn bei der Maskeneingewöhnung? Oh, kaputt. Wenn man 3 Kinder auf den Haufen steckt und allen so eine Maske aufsetzt, ich will nicht wissen, wozu sie die Masken benutzen, aber bestimmt nicht auf den Mund. Na, Frau John Drexler, haben Sie jetzt den Impftermin? Ich habe gleich noch mal bei der Stabstelle Impfen angerufen und habe gefragt, warum mein Termin jetzt wieder abgesagt wurde. Und er meinte, er hat keine Ahnung. Die Stabstelle Impfen ruft wieder an und teilt mit, dass ich jetzt nun den Termin bestätigt bekommen habe, mit QR-Code, mit allem drum und dran. Na, ist doch super. Kleiner Tipp, noch nicht gleich den Patienten wieder absagen. Das halbe Land ist im Shutdown, aber eben nur das halbe. Für Wirtschaftsunternehmen gibt es die Pflicht, Homeoffice anzubieten, aber nur sofern das möglich ist. Und die Angestellten sind auch nicht verpflichtet, diese Möglichkeit wahrzunehmen. Es gibt auch in Unternehmen nach wie vor keine Testpflicht. Das Testen wird nur auf freiwilliger Basis empfohlen. Und klar, wie gut Freiwilligkeit funktioniert, das sieht man ja daran, wie gut die freiwillige Beschränkung von Zucker in Lebensmitteln funktioniert und wie gut die freiwillige Frauenquote in Vorständen funktioniert hat, bevor sie dann verpflichtend wurde. Die Wirtschaft jault ja auch sofort auf, wenn sie nur minimal beeinträchtigt wird. Klar, diese Idee mit den Ruhetagen an Ostern war überhastet und schlecht durchdacht. Aber inhaltlich war sie natürlich absolut richtig. Wir müssen in den Lockdown, und zwar in einen, der den Namen auch verdient. Sonst gehen die Zahlen einfach nicht runter. Und was ist passiert nach diesem Vorschlag? Es gab einen Sturm des Protestes. Die Chefin der Autolobby, Hildegard Müller, hat gesagt, es sei unmöglich, mal einen Tag keine Autos zu produzieren. Ein Riesenschaden. Klar, fast 1 Jahr lang die Schulen schließen, das ist kein Problem. Da werden die Schülerinnen und Schüler doof, aber damit kommen wir zurecht. Einen Tag VW zu machen, auf gar keinen Fall. Das geht nicht. Angela Merkel setzt auch beim Thema Testen weiter unbeirrt auf Freiwilligkeit. Aber wenn nicht der überwiegende Teil der deutschen Wirtschaft, und das sind nicht irgendwie 65%, sondern 70%, sondern es muss in die Richtung von 90% sein, Tests seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbietet, dann werden wir mit regulatorischen Maßnahmen in der Arbeitsschutzverordnung dazu vorgehen.
Hui, das klingt fetzig, aber was sagt sie denn da? Wir probieren es jetzt euch zuliebe noch ein weiteres Mal freiwillig. Und wir erwarten, dass da dann aber auch schon einige mitmachen. Also sagen wir mal doch 60, 70, 80, vielleicht sogar 90%. Nicht etwa 100. Was man ja bei einer so wichtigen Regel durchaus verlangen könnte. Soll es dann demnächst auch neue Verkehrsschilder geben? Tempo 50? Wäre schön, wenn 90% mitmachen. Das ist doch die entscheidende Schieflage in der deutschen Corona-Politik. Für Wirtschaftsunternehmen gelten andere Regeln als für den privaten Bereich. Ich habe gehört, jetzt in der Woche vor Ostern waren die Notare auch komplett überfüllt, weil viele Familien noch mal schnell eine GmbH gründen wollten, um zusammen Ostern feiern zu dürfen. Ich kann es verstehen. Viele Stühle, enge Gänge, schnell getestet wird nicht hier im Großraumrevier. Das Großraumbüro ist in Deutschland Weltkulturerbe. Und in unsicheren Zeiten der Corona-Pandemie gilt das Großraumbüro als Safe Space. Aber laut einer Studie der TU Berlin ist das Ansteckungsrisiko hier echt hoch, ne? Also nicht mal beim Friseur ist es so gefährlich wie hier. Ja, ja, da sollten Sie sich auch mal wieder blicken lassen hier beim Friseur. Großraumbüro-Humor. Herrlich. Also was hilft auch in schweren Zeiten? In meinem Office gilt Think Positive. The Adventure auf Großraumbüro. Das ist mein Haarspray. Ja, ja, ich weiß. Ansteckung hin, Ansteckung her. So ist das im Business. Ready for the risk. Das ist meine Tasse. Aber die Arbeitsschutzverordnung der Bundesregierung, die sieht doch ganz klar vor, da wo es möglich ist, muss Homeoffice und... Genau, da wo es möglich ist. Und hier wurde festgestellt, dass es bei uns leider nicht möglich ist. Von wem? Von mir. Ja, Homeoffice. Ganz ehrlich, wie soll ich da denn feststellen, wie viele Überstunden Sie machen? Wissen Sie, es gibt auch die andere, also die menschliche Seite. Gerade im Großraumbüro, Hort der Freiheit, da werden Dinge möglich, die draußen verboten sind. Okay, Produkt. Mein Vater Bernhard, der arbeitet jetzt im Accounting. Was für ein Ding? Ja, ich habe ihn neu angestellt, damit wir uns alle mal wieder ein bisschen regelmäßiger sehen können. Hier im Großraumbüro gelten die harten Beschränkungen ja nicht. Wo ist eigentlich Oma Annette? Die kopiert gerade Akten mit Tante Renate und zeigt deinen Cousins ihre neuen Arbeitsplätze im Archiv. Großfamilientreffen im Lockdown. Das ist erst der Anfang. Entschuldigung, ist das hier die Umkleide für uns Darsteller? Nee, da hinten im Klo. Ja, wir haben Schauspieler vom Landestheater in der Buchhaltung angestellt. Heute Abend Premiere, die Physiker. Und nächste Woche haben wir hier eine Hochzeitsgesellschaft zu Besuch. Ja, ich würde auf jeden Fall 10er-Tische machen. Lizenz zum Alkoholausschank ist auch schon beantragt. Holz oder Silber? Holz. Silber. Ja, dank der Regierung ist das Großraumbüro ein Place of Endless Possibilities. Können wir nicht wenigstens regelmäßige Schnelltests machen? Es gibt doch einen Appell zur freiwilligen Selbstverpflichtung. Freiwilligen Appell? Das ist süß. Also wenn Sie das freiwillig organisieren oder freiwillig bezahlen wollen, dann freilich gern. Boah, Leute, komm mal her. Die Polizei ist da. Polizei? Oh, dann gibt's wohl endlich mal eine Kontrolle. Das müssen wir uns mal... Nee, die kontrollieren da das Pärchen auf dem Spielplatz. Ah, ja, ja. Oh, das ist auch gut, dass sie das machen. Die halten ja den Abstand gar nicht ein, ne? Gar keine Masken auf. Also, wie ich das so sehe, kein Wunder, dass wir in der dritten Welle sind, ganz ehrlich. Kontrolle ist so wichtig. Hier im Großraumrevier. Ein Film von Freddy Radeke und Jakob Leube. Corona ist im Moment das alles beherrschende Thema. Darüber vergisst man schon mal, welches Thema noch wichtiger ist, nämlich der Klimawandel. Im vergangenen Jahr hat Deutschland ja seine Klimaziele erreicht. Super, ganz toll. Leider nur, weil das Virus das Land weitgehend lahmgelegt hat. Wie geht's nun weiter? Kriegen wir jedes Jahr eine neue Pandemie hin? Schaffen die Fledermäuse das? Ich weiß es nicht. Wir müssten ja tatsächlich immer so leben wie jetzt, um den Klimawandel aufzuhalten. Mit Shutdown, Reiseverzicht und jeden Abend Karl Lauterbach. Ist das eine ernsthafte Option? Das ist auf jeden Fall das falsche Signal. Das glaube ich auch. Also muss ich politisch etwas ändern, zum Beispiel durch mehr Umweltsteuern. Da höre ich sofort die Wirtschaft klagen, was noch mehr Steuern? Wir haben doch schon viel zu viele Steuern und viel zu hohe Steuern. Und wir Deutschen sind doch bei den Abgaben im Vergleich ganz vorne, gerade was die Umwelt angeht. Stimmt das? Wir haben mal nachgefragt bei Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Deutschland hat im europäischen Vergleich die niedrigsten Umweltsteuern, ist da am unteren Ende dabei. Andere Länder haben sehr viel höhere Umweltsteuern und in Deutschland ist der Anteil der Umweltsteuern, die ja dafür da wären, dass wir Umweltschutz und Klimaschutz machen, im Zeitablauf massiv gesunken. Das hätte umgekehrt sein müssen. Ja, Deutschland liegt bei der Belastung durch Energie-, Verkehrs- und Emissionssteuern auf dem letzten Platz in Europa. In Deutschland machen diese Steuern nur 4,4% der Steuer- und Sozialabgaben aus. Ganz vorne hingegen liegt Bulgarien, gefolgt von Griechenland und Lettland. Mehr noch, wir in Deutschland geben 46 Milliarden Euro Steuergeld aus, mit dem wir klimaschädliche Unternehmen und Maßnahmen aktiv fördern. Viele Unternehmen sind beispielsweise von der Zahlung der EEG-Umlage ausgenommen, haben geringere Energiesteuern zu zahlen oder auch die Ökosteuer, die ja mal eingeführt wurde. Viele Unternehmen zahlen sie gar nicht. Nee, große Kraftwerke zum Beispiel sind bei der Energiegewinnung von der Energiesteuer befreit. SPD und Union sind sich ja einig bei der Förderung von veralteten und klimaschädlichen Technologien. Da sind sie sozusagen die große Koalition. Was uns alle pro Jahr 1,8 Milliarden Euro kostet. Also wenn Sie richtig Steuern sparen wollen, richten Sie sich zu Hause kein Arbeitszimmer ein, bauen Sie sich ein fossiles Kraftwerk in den Garten. Es ist zum Teil sogar so, dass Unternehmen einen besonders hohen Stromverbrauch erreichen müssen, um dann entlastet zu werden. Also je mehr Strom man verbraucht, desto mehr Geld hat man übrig. Stellen Sie sich das mal in privaten Haushalten vor. Da würde man Rucola nicht in der Salatschleuder trocknen, sondern lieber im Wäschetrockner. Oder Flugverkehr. Internationale Flugtickets sind von der Mehrwertsteuer befreit. Kerosin wird nicht besteuert. Und dann gibt es natürlich noch nebenbei lokale Prestigeprojekte wie Regionalflughäfen, die kein Mensch braucht. Am Flughafen Erfurt-Weimar gab es im September 2020 nur alle zwei Tage eine Flugbewegung. Und ich glaube, das war eine Kohlmeise. Der Regionalflughafen Paderborn-Lippstadt ist nur 73 Kilometer vom Regionalflughafen Dortmund und 68 Kilometer vom Regionalflughafen Kassen-Calden entfernt. Was für ein Wahnsinn. Gestoppt werden die Subventionen für solche unsinnigen Flughäfen nicht, denn welcher Minister ist noch mal dafür zuständig? Ich bin nicht Infrastrukturabbauminister, sondern Infrastrukturinvestitionsminister. Und wenn wir eine Corona-Pandemie haben, dann sind wir alle zusammen Infrastrukturerhaltungsministerium. Infrastrukturerhaltungsministerium. Als Verkehrsminister taugt da nichts, aber ich will nicht gegen ihn Scrabble spielen müssen. Und dann gibt es natürlich noch die Subvention für unser Lieblingsspielzeug, das Auto. Besonders gefördert werden zum Beispiel Plug-in-Hybride, weil sie ja umweltfreundlich sind. Sie sind allerdings nur umweltfreundlich, wenn sie auch elektrisch gefahren werden. Wenn nicht, hat man die Steuerersparnis aber trotzdem. Dieser Experte erzählt, was er so erlebt. So wird zum Beispiel gesagt, dass Mitarbeiter, die die Fahrzeuge abholen, wenn es bereitgestellt wurde, fragen, ob das Ladekabel nicht gleich da gelassen werden kann, weil man bräuchte es ja eigentlich gar nicht. Das sei nur Ballast aus dem Kofferraum. Das ist ja super. Man fährt einen Verbrenner und spart teilweise mehrere tausend Euro im Jahr im Vergleich zu einem Verbrenner. Und auch für Verbrenner gibt es natürlich schon jede Menge Steuererleichterungen. Wer automobil unterwegs ist, wird mit Dieselprivileg, Entfernungspauschale und Dienstwagenvorzügen gepampert. Tja, die Karre des Deutschen ist unantastbar. Klimapaket hin, Klimapaket her. Wenn Sie das irgendwie nicht so richtig verstehen, John Fricke hat dazu einen kleinen Lehrfilm gemacht. Herr Krause kauft ein Auto. Ein Informationsfilm Ihrer Bundesregierung. Was ist denn jetzt die Überraschung, Fatih? Stets der Nase nach, mein Kind. Und dann hier rein. Heute, Clara, gibt's ein Auto. Prima. Aber wollen wir nicht lieber Bus und Bahn nehmen und so das Klima retten? Meint schließlich auch unsere Bundesregierung. Ja, ja, aber die Regierung hat Autos auch lieb. Und zwar alle gleich doll, besonders die mit Verbrennungsmotor. Also, dieser Diesel soll es sein. Ich verstehe, Fatih. Du hast dieses Modell gewählt, weil Dieselkraftstoff viel billiger ist als Benzin. Allerdings, dank des Dieselprivilegs, ein Geschenk unserer Bundesregierung, kostet den Steuerzahler nur 8 Milliarden pro Jahr.
Womit wird denn dieser Preisunterschied zwischen Diesel und Benzin begründet? Also ganz einfach. Wenn ich die Molekülstrukturen der Kraftstoffe mit diesem Buchstabenwert korreliere, erhalte ich ein gummihammerartiges Gebilde, mit dem ich mir so lange auf den Kopf hauen kann, bis der Dieselpreis Sinn ergibt. Ich glaub dir einfach, mit Naturwissenschaften habe ich's nicht so. Ist unser neuer Diesel gut fürs Klima, Fatih? Allerdings, Clara. Allein in Deutschland sterben 6000 Menschen pro Jahr frühzeitig durch Stickoxide. Und dann gibt es noch den krebserregenden Dieselfeinstaub. Das macht unterm Strich zigtausend Bürger, die jetzt nicht mehr die Umwelt belasten können, indem sie sich zum Beispiel einen Diesel gekauft hätten. Prima. Fatih, freust du dich schon auf deine anstehende Beförderung? Sicher doch. Ich finde sehr schade, dass du dann immer 60 Kilometer zur Arbeit pendeln musst. Nicht doch. Dank der Pendlerpauschale der Bundesregierung verdiene ich beim Autofahren mehr, als ich an der Tankstelle ausgeben kann. Einige behaupten ja, diese Subventionspolitik helfe nur der gehobenen Mittelschicht. Das ist natürlich ein Irrtum. Unsere Bundesregierung denkt auch an andere, wie Firmenchefs und Konzerne, und zwar mit Dienstwagensubventionen. 12 Milliarden Euro pro Jahr. Ich finde es spannend, dass das Geld auch da verteilt wird, wo man es erstmal gar nicht erwarten würde. Und die Gesellschaft bekommt etwas zurück? Gut gelaunte Chefs und ganz viele Autos. Schau mal, für diesen fröhlichen Herrn lohnt es sich schon fast, wenn sein eigener Dienstwagen einen eigenen Dienstwagen hat. Aber was ist mit der Natur? Nun, ich bin kein Biologe, aber ich vermute, sobald Rehe ihr Rumgehüpfe als Gewerbe anmelden, haben sie ein sofortiges Anrecht auf eine eigene Dienstwagenflotte. Gut für die Natur, denn so haben Jäger keine Chance. Und weißt du, Clara, was das Beste am Auto ist? Los, Fatih, erzähl! Die Luft in der Großstadt ist durch den Verkehr manchmal derart belastet, dass man nicht mal richtig atmen kann. Ausgesprochen lästig. Und? Na, da sind Autos doch die Rettung, Clara. Einfach mal raus in die Natur fahren und endlich frische Luft. Unsere Bundesregierung macht's möglich. Ostern steht vor der Tür. Für alle, die mit Kirche nichts mehr zu tun haben, das ist das Fest, wo man dem Osterhasen die Eier anmalt. Ja, man kann nichts mehr voraussetzen heutzutage. Die Zahl der Menschen, die nichts mit der Kirche zu tun haben, steigt. Vor allem unter Katholiken. Wir erleben gerade ja eine gigantische Austrittswelle. Die katholische Kirche verliert so viele Mitglieder. Sie gilt schon als die SPD unter den Konfessionen. Und vor allem ist es ja so, bislang sind vor allem Leute ausgetreten, die sowieso kein wirkliches Interesse hatten oder Steuern sparen wollten. Jetzt geht der harte Kern, jetzt gehen die Gläubigen. Wen wundert's? Nach der jahrelangen halbherzigen Aufarbeitung des Missbrauchsskandals. Mehrere Studien wurden erst in Auftrag gegeben, dann nicht veröffentlicht, in Köln oder auch in München zum Beispiel. Oft fehlen Akten und wenn sie da sind, sind sie oft lückenhaft. In der aktuellen Studie der Kanzlei Gerke-Wollschläger, die Mitte März veröffentlicht worden ist, da wird zum Beispiel ein Aktenvermerk der Kirche erwähnt zu einem Vorgang rund um sexuellen Missbrauch. Und da heißt es: Es wird von uns aus kein Protokoll hierüber gefertigt, da dieses beschlagnahmefähig wäre. Es bestehen lediglich eigene handschriftliche Notizen, die notfalls vernichtet werden können. Prälat Dr. Hese ist mit dem Prozedere einverstanden. Das heißt, es wurde in den Akten manches gar nicht erst aufgeschrieben, was die Kirche hätte belasten können. Es könnte beschlagnahmefähig sein, also lassen wir es lieber weg. Und Prälat Dr. Hese, das ist der Hamburger Erzbischof, dem vorgeworfen wird, sich zu seiner Kölner Zeit als Personalchef und Generalvikar zahlreicher Pflichtverletzungen schuldig gemacht zu haben. Er hat mehrere Fälle von sexuellem Missbrauch weder nach Rom noch an die Staatsanwaltschaft gemeldet. Hese hat nun um eine Auszeit gebeten, die ihm vom Vatikan gewährt wurde. Er bleibt aber selbstverständlich voll versorgt und finanziert. Nach diesem aktuellen Gutachten wurde in Köln auch Weihbischof Dominikus Schwaderlapp von Kardinal Wölki freigestellt und auch Weihbischof Ansgar Puff hat um seine Freistellung gebeten. Dominikus Schwaderlapp und Ansgar Puff. Es ist eigentlich nicht das Niveau unserer Sendung, aber ich kann nichts dafür, dass Gott so einen schrägen Humor hat. Allein 24 der insgesamt festgestellten 75 Pflichtverstöße rund um das Thema sexueller Missbrauch wurden dem ehemaligen Erzbischof von Köln, Kardinal Joachim Meissner, nachgewiesen. Kardinal Meissner ist inzwischen tot und ich weiß, über Tote soll man nicht schlecht reden, aber er kann uns ja eh nicht hören im Fegefeuer. Hat Meissner das Ausmaß des strukturellen sexuellen Missbrauchs in seinem Bistum nicht mitbekommen, könnte man meinen. In Wirklichkeit aber hatte der Bischof eine Geheimakte angelegt über Fälle sexualisierter Gewalt mit dem geradezu perfiden Titel Brüder im Nebel.
Das ist perfide und auch ein wenig esoterisch verschwurbelt, Brüder im Nebel. Ich hätte einen besseren Vorschlag, wie man so einen Ordner beschriften sollte. Täter im Knast, wie wäre das? Brüder im Nebel, bei dichtem Nebel hätte man auch eine Leuchte gebraucht und danach kann man im katholischen Klerus lange suchen. Viele sind eher kleine Lichter oder sie wollen auch gar nichts erhellen. Was uns nicht klar war, und das ist mir an dem Tag so, das hat mir so den Boden unter den Füßen weggezogen, dass das Ganze so eine Struktur hat und dass es eine männerbündische, einen Zusammenhalt gibt, ja, wo man mit den Brüdern erbarmungsvoll umgeht, aber niemals mit den Opfern. Und wie weit der erbarmungsvolle Umgang mit den Brüdern ging, das hat auch wiederum Kardinal Meißner sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, als er im Jahre 2003 eine Predigt bei der Beerdigung des längst abgesetzten Kardinals von Wien gehalten hat, Hans-Hermann Grohr, der vielfältig Kinder missbraucht und sexuell belästigt hatte. Grohrs Taten waren bekannt. Und was fiel Kardinal Meißner dazu ein? Folgendes. Sein letztes Lebensjahrzehnt stand unter einer dunklen Wolke, unter der viele mit ihm gelitten haben. Kardinal Grohr war es beschieden, dem Herrn auf dem Kreuzweg zu folgen. Er war ganz eingetaucht in das bittere Leiden Jesu. Der hat einen stockkonservativen, uneinsichtigen Missbrauchstäter mit Jesus verglichen. In der Bibel sagt Jesus zwar, lasset die Kinder zu mir kommen, dass man sie sexuell belästigen soll, steht da aber ausdrücklich nicht. Vielleicht wurde aber auch nur kein Protokoll darüber verfasst, das beschlagnahmefähig wäre. Die katholische Kirche spürt, dass sich etwas verändern muss. Es treibt sich um, dass ihr die Leute davonlaufen. Und ich begrüße nun bei uns im Studio einen Mann, der verspricht, dass jetzt alles anders werden soll. Jung, transparent und entstaubt, Weihbischof Maximilian Schaffroth. Schönen guten Abend, Herr Schaffroth. Herr Ring, wunderschönen guten Abend. Die eigentliche Ansprache wäre hochwürdigste Exzellenz. Aber das ist jetzt einmal okay. Die neue Kirche ist eine Kirche auf Augenhöhe. Sie ist jung, sie ist pfiffig, sie trägt das Smartphone über der Kutte, nicht wahr? Mhm. Wir sind auch auf Instagram. Der Jesus hatte seine Follower. Das können wir auch. Flache Hierarchien, weniger Dogma. Die christliche Botschaft, bescheiden, aber im zeitgemäßen Gewand. Das ist so ein bisschen die Stoßrichtung. Interessant. Mehr Bescheidenheit, weniger Hierarchie. Und trotzdem heute hier in vollem Ornat, ist das bescheidene, zeitgemäße Gewand, Herr Schaffroth? Jetzt haben Sie mich erwischt, Herr Ehre. Ja, wir Katholiken, wir protzen gern. Nicht wahr? Es muss halt funkeln und es muss blitzen. Und gerade den jungen Leuten gefällt das. Gerade aus der Hip-Hop-Szene, die sagen immer, katholische Kirche ist total bling-bling. Ich weiß nicht, was das heißt, bling, bling, aber das gefällt uns. Also das sind halt katholische Werte. Das war, da kann der Protestant, da kann der Bedford-Strom nicht mithalten. Die vergoldeten Badewannen haben immer noch wir. Church is a business. Aber vielleicht wäre es an der Zeit, langsam mal etwas Demut und Reue an den Tag zu legen. Anstelle von bling, bling, ihnen laufen die Leute davon in Scharen. Es gab Serverzusammenbrüche, weil so viele Menschen einen Austrittstermin machen wollten. Ja. Ehring, was reden Sie denn da? Die kommen ja alle wieder, nicht wahr? Weil der Mensch irgendwann erkennt, dass ein bisschen Buddhismus und ein bisschen Yoga und ein bisschen vegane Ernährung eine solide Religion und ein solides Fegefeuer noch nicht ersetzen kann. Ich muss mich mäßigen. Schauen Sie, wir sind ja nicht umsonst das älteste Unternehmen auf der Welt. Ne? Wir sind zugegeben, wir sind ein bisschen der VW-Konzern unter den Kirchen. Wir haben eine Holding. Es verschwinden gerne mal Akten, belastendes Material, ein bisschen Geld. Es wird gern geschummelt, aber damit ist jetzt Schluss, nicht wahr? Das Wölki-Putzkommando ist aktiviert, das geht durch mit dem Schwaderlappen und dann sind wir unbefleckter als die unbefleckte Santa Maria Immaculata. Wir klären schonungslos auf, versprechen, wirklich alles, Operation Tabernakel Reboot. Das heißt, Sie klären auch sämtliche Missbrauchsfälle auf, wirklich ohne Rücksicht auf innerkirchliche Verluste. Sie unterbinden Strukturen der Verheimlichung. Ja, die das möglich gemacht haben. Sie integrieren auch die Bewegung Maria 2.0. Also auch Sie stellen sich endlich dem Thema Homosexualität. Nicht so schnell. Ich habe hier von unseren Anwälten einen Antwortbaum, den digitalen Baum der Erkenntnis. Da sind die ganzen Themen drin. Was war das letzte Thema, was Sie noch mal gerade gesagt haben? Homosexualität. Gut, da gehen wir gleich zum Missbrauch. Das klären wir zu 100% auf. Die Akten sind offen, also alle die noch da sind. Maria 2.0, die Frauen, wir wollen mitmachen. Wir finden für jede Frau ein Platz im Kirchenschiff, das ist doch ganz klar. Die Frauen haben bei uns natürlich, die werden wir da schon versorgen. Und das Thema, was Sie am Schluss noch gesagt haben, Homosexualität. Ah, das genau, das, da steht jetzt hier, wenn es in den eigenen Reihen ist, dann brauchen wir nicht drüber reden. Wenn es nicht in den eigenen Reihen ist,
auch nicht. Passt da. Jetzt ist die Messe auch beendet. Jetzt. Also ich sehe da ehrlich gesagt wenig Veränderung. Ich sehe immer noch mittelalterlich muffige Kirchendenkmuster, Herr Schaffroth. Exzellenz, bitte. Ganz vorsichtig. Sie sind Protestant, nehme ich jetzt mal an. Dann kann ich Ihnen das nachsehen, wie Sie mit mir reden. Schauen Sie, wenn Sie denken, ich wäre mittelalterlich, dann glaube ich, würden wir hier nicht über Segnungen von gleichgeschlechtlicher Ehe diskutieren, sondern über brennende Heilpraktikerinnen oder über die Beschaffenheit des Erdenrunds. Nicht wahr? Unsere neue Kirche, die geläuterte Kirche, ist eine Community. Ja? Und wir heißen alle willkommen. Und falls die Schäfchen zögern, sage ich nur, bling, bling. Wir haben ein Bonusprogramm, da kann Miles & More einpacken. Wir haben Grabkerzen-Voucher, wir haben einen Kirchensteuer-Discount. Jedes Mitglied hat bei uns eine Scheidung frei, im urbanen Raum sogar zwei. Und wenn das alles nicht zieht, ja, von mir aus, dann gibt es einen Sündenerlass gegen Bitcoins. Dann ist aber auch einmal Ruhe. Amen. Jetzt muss ich los, mein Fahrer wartet. Vielen Dank, Hochwürden. Ja, neben den Missbrauchsfällen beschäftigt die Kirche tatsächlich noch das Thema der Segnung von homosexuellen Paaren. Ich bin gerade nicht richtig durchgedrungen hier. Aber der Vatikan hat das jetzt offiziell verboten. Genauer gesagt, die Vatikanische Glaubenskongregation, eine Institution, die übrigens 500 Jahre alt ist und damals zunächst Kongregation der Inquisition hieß, die sich auch dem geistigen Horizont dieser Zeit noch immer verpflichtet fühlt, meiner Meinung nach. Auf die Anfrage, ob Priester der katholischen Kirche homosexuelle Paare segnen dürften, gab diese Kongregation jetzt eine zweiseitige, ausführliche Antwort, die von Papst Franziskus ausdrücklich gebilligt wurde. Gott kann Sünde nicht segnen. Und als Sünde gelten hier Menschen, die einander lieben. Sonst aber praktisch alles. Ja, die Kirche segnet alles, was ihr vors Weihrauchfass gerät. Nur mal kurz zur Erinnerung, was die katholische Kirche in ihrer Geschichte gern gesegnet hat. Kriegswaffen zum Beispiel. Sie segnet Autos, sie segnet ohne Probleme Haustiere und sie segnet, wie kürzlich, einfach mal so ein neues Gitter am Kölner Dom. Aber sie segnet nicht zwei Menschen, die einander lieben und das gleiche Geschlecht haben. Zum Glück widersetzen sich immer mehr Priester dem theologischen Blödsinn aus Rom. Eine Chance, wie ich finde. Vielleicht muss sich die katholische Kirche tatsächlich mal wieder spalten in einen menschenfreundlichen Teil und in den anderen Teil, der dann endgültig zu dem wird, was er tendenziell immer schon war. Ein Fall für den Sektenbeauftragten. Das war Extra 3. Jetzt kommt Florian Schröder. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das hier könnte euch auch gefallen. Ist nämlich auch von uns. Und hier könnt ihr uns abonnieren. Und natürlich am besten auch die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Wer hatte die Idee mit der Glocke?